hinführt. Und dort muss ich auch nochmal erkunden. Könnte natürlich so eine Art, so eine Form haben, wo man. Ja, ich pocke jetzt drauf, dass der obere Ausgang nach Osten in eine Richtung, quasi in das gleiche Gebiet führt wie die Ausgänge nach Osten im vorigen Gebiet. Nur halt etwas weiter östlich. Aber dass es letztendlich das gleiche Gebiet ist. Oder ich zumindest von dort aus dorthin zurückkomme. Lager der Kopfgeldjäger. Okay. Gut, dann erforschen wir gleich von hier aus das... Nein, wir erforschen jetzt von hier aus das andere Gebiet. Einfach mal ganz straight und direkt. So. Es hieß ja, dass wir hier lang müssten, um nach Osten zu kommen, weil wir den Weg oben nicht gehen. Natürlich könnte der Weg oben rum theoretisch auch einfach nur eine extreme Abkürzung sein. Um mit dem Chocobo dann zum Beispiel in einem riesigen Bogen irgendwo westlich vom Lager hinzukommen. Das wäre auch denkbar. Aber, ich weiß nicht. Glaube ich irgendwie nicht. So. Treffer, oh mein Gott. Bleib doch hier, du. Nein, flieg nicht über die Klippen! Ah, anstrengend. So, gut. Ich schaue es mir sicherheitshalber nochmal an. Gerade weil wenn da so komische Ruinenstücke stehen, möchte ich das lieber so komplett erforschen. Krummstöcke, yippie. Okay, sind halt Ruinentrümmer. Der Südmond sind ja auch nicht die einzigen hier. Ich meine, die stehen hier überall rum. Sieht nicht so, sieht nicht aus, als wären die irgendwie besonders wie die Schreine jetzt im Mosphora oder so. Aber besser nachgeguckt als nicht nachgeguckt. Wer mischt sich da ein? Oh, du. Ich dachte schon jemand Wichtiges. Oh. Oh. Oh mein Gott. Teilt sich unsere Gruppe halt mal auf. Deswegen ist es auch mal anders als passiert. Ein bisschen schade. Wolf! Wölfe! Die haben wir lange nicht gesehen. Also, relativ lang hier am Strand, ihr wisst schon. Schakal, whatever. Rücken euch mal ins Buch gucken. Das haben wir eine Weile nicht gemacht. Ich denke, den Wolf und Bardo-Eintrag haben wir bestimmt. Die Fliegeviecher vielleicht auch. Ja. Hier die Seitengänge noch erforscht, so wohin der führt, weiß ich. Wo der hier hinführt, weiß ich auch. Mobfest, ja, ja, ja. Muss ich mir ganz kurz mal angucken, hier die ganzen. Nur, dass das Ausrufezeichen verschwindet. Ich meine, dass ich Mobs offen habe, werde ich wohl so schnell nicht vergessen. So. Ja, doch, sieht ganz gut aus. So. Bleierne Schuppen. Oh, das ist doch gesund.
unauffällig. So, Mandragoras. Ja, stimmt, jetzt wo man so sieht, seine Flügel sehen aus wie Schmetterlingsflügel. Sind Fische. So, ob da war noch was? Ach genau, der Pirat. Hm. Oh weia. Nee, ich dachte, da wäre noch ein Ausrufezeichen gewesen. Aber dem ist nicht so und das ist auch gut so. So, Lager der Kopfgeldjäger. Ah, und da ist dann auch der Telekristall für den Vorarbeiter. Will ich das jetzt schon machen? Wo ich doch sagte, ich sollte, dass ich neue Telekristalle brauche und sie bisher nicht gefunden habe. Ich glaube, ich lasse es lieber. Du hast den zufälligen Telekristall, den du mir geben willst? Oder 10? Ja, komm schon, bitte. So schwer ist das nicht. Leute, könnt ihr mal bitte überzeugend werden? Geht doch. Und das deutlich als nein. Blöd, nein. Blöd, zack. Na gut, dann klaue ich jemand seine Hose. Auch gut. Na, so Latz, da denke ich immer an so ein Ding, dass man sich in die Hüfte hängt. Ich weiß nicht. Oh. Oh, ich hätte jetzt mehr so ein Zeltlager erwartet, aber das ist doch relativ. Race to the water. Why the capital? The Nethysite. I must destroy it. Are you sure? You don't want it for yourself? Use its power to restore Dalmasca? Something like that? The best intentions invite the worst kind of trouble. Lusting for ever greater power. Blinded by the Nethysite. Is that how you see me? That does sound like someone I know. He was obsessed with Nethysite. It was all he cared about. Come over here. He'd babble nonsense, blind to aught but the stone's power. Like I said, he'd talk about some Enna, or was it Vena? No matter. Thank you. Everything he did to get closer to the Nethysite, to understand it. He made airships, weapons. He even made me a judge. You were a... judge? Part of a past I'd rather forget. It didn't last long. I ran. I left the judges. And him. Sidolphus Demon Brunnutzer. Draclaw Laboratory's very own Dr. Sid. That's when he lost his heart to Nethysite. Lost himself. And I suppose that's when I lost my father. Hmm.
Don't follow in his footsteps. I ran away. I couldn't stand seeing him like that, a slave to the stone. So I ran, free at last. Funny I went for the Dusk Shard. How could I have known that it was Nethersite? And then, of course, I met you. All that running, and I got nowhere. It's time to end this. Cut my ties to the past. It's hard to leave the past behind, I know. Marriage of convenience. The symbol of the alliance between Nebradia and Delmasca. This is how they see our match. They do they? These roles we play. I must admit, I find it wearying. I will play mine. I would have no other. The choice is yours to make, but don't give your heart to a stone. You're too strong for that, princess. I pray you're right, Balthier. Tja, ja. Ja. Damit wissen wir auch endlich, wo Cid in diesem Final Fantasy Teil auftaucht. Er taucht ja in jedem auf. Seine Rolle ist häufig sehr unterschiedlich. Man dachte es vielleicht zuerst, oh, der Al Cid, der ist das bestimmt. Aber nein, es gibt den Dr. Cid. Captain Cid, Dr. Cid, der taucht ja ab und zu im Titel auf. Allerdings, wie ich finde, in diesem Teil halt doch schon ziemlich anders. Einerseits auf der bösen Seite, andererseits war er nie ein wahnsinniger... Ja. Wir haben ihn ein einziges Mal schon gesehen, kurz. Okay, egal. Ja, Kopfgeldjäger. Haben wir natürlich eine Menge zu erzählen. Oh, eine Unschlagteufel. Das habe ich gar nicht gewusst. Gut, nichts Neues, alles klar, haben wir alles schon. Ja, oh Gott, ich muss hier mit dem System durchgehen. Von wo komme ich überhaupt? Hilfe! Okay, gut. Wir fangen hier drüben an. Verdammt ernster Typ. Ja, ja, Kopfgeldjäger. Gut, hier haben wir noch... Ach, das sind zwei? Okay. So, ein Höhlenpalast. Das ist, glaube ich, sowas wie die Zertianengrotten, bloß hier im Norden. Klingt zumindest so. Abenteuer-Romanautor, oh mein Gott. Huh. Aber man kommt durch diesen Sohn Höhlenpalast in die Hauptstadt. Das ist natürlich interessant. Oh. Okay, wir müssen sogar durch den Höhlenpalast, um überhaupt nach Arcadis zu kommen. Auch interessant. Ja.
Ja, da ist auch noch einer. Schokobo verleihen. Wieso heißt die auch Guardi? Wieso werden die immer teurer, Alter? Nein! Ich leih mir doch nicht für 1400 Schokobo, wenn da draußen einer gratis rumläuft. Krämerin. Das ist interessant. Was? Verdammt. Arr. Ich glaube, so viel Geld haben wir nicht eingenommen, dass wir uns das leisten können, wenn wir hier alles verkauft haben. Was ist mit drei Krummstöcken nicht? Froscheier. Oh Gott, 20.000 sind nicht mehr so viel, wie ich dachte. Hier, der Pelz jetzt noch. Oh mein Gott. Zack, 30.000. Oh mein Gott, was zur Hölle? Okay. Die Schriftrolle will ich auf jeden Fall. Kampfmagierbissen, keine Ahnung. Teurer Ring. Mittig eingefassten riesigen Opal. So. Trick 17. Ein Ring ist definitiv ein Accessoire. Und mit Accessoires kennt sich Ace relativ gut aus. Also schauen wir mal, ob wir hier sowas wie... Der Schutzring könnte das sein? Der Achat? Nein, es hieß, da ist ein Opal... Da, Opalring. Ha, oh, der ist schon relativ hoch, muss ich gestehen. Ich glaube, den will ich. Nein, ich will erstmal gucken, was sie sonst hat. Ja, okay. Das Geiles geht vor. Was denn? Fallen werden umgangen. Und ein Abwehr. Okay. Eigentlich nur auf dem Charakter. Also andere können da immer noch reinlaufen. Hahaha. Die Abwehr! Was zur Hölle? Oh, und Reflektrüstung. Oh, das ist schwierig. Mit sowas muss man immer vorsichtig sein. Ach du heilige Scheiße. Kann ich da nur sagen. Heilige Scheiße, ich brauch Geld. Ja, das konnte ich mir dazwischen drin kaufen. Ha. Gokus Stab. Ja, deutlich stärker als mein anderer. Die alte Baran, nochmal eine Verbesserung. Gibt's einen neuen Stab? Stock? Nee, das ist Kugelschoss. Das ist kein neuer Stock. Gut damit. Okay, also warte mal. Nochmal zurück. Was brauchen wir? Wie viel brauchen wir? Was wollen wir alles kaufen? 9.000? 19.000? 35.000 etwa? Wenn ich mal die Reflektrüstung mitnehmen möchte. Das ist zwar ein bisschen riskant, was das Heilen angeht, aber naja. Andererseits, ich könnte auch einfach den Diamantkürbis so lange mitnehmen. Machen wir lieber das. Also, 19.000 für Buff. 27, die 100 stecke ich jetzt mal weg. 27, 41, 55, 62... 62.000 und den teuren Ring 80.000 Gil etwa brauchen wir. Ist klar. Wow. Na, dich kenne ich schon. Wow. Soll ich das denn jetzt hernehmen? Also, wow, das ist viel.
Okay, also das Cheetah-Holland scheint ein ziemlicher Knotenpunkt zu sein, wenn ich dem Glauben schenken darf. Oh, da unten geht's noch rum. Wenn ich dem Glauben schenken darf, mit dem Höhlenpalast, den dann weiter nach Osten, Balfonheim und halt Arcades. Naja, das ist ja hinterm so einem Höhlenpalast, also. Gut, wir schauen erstmal uns hier diese Biegung komplett an. Ernsthaft? Oh mein Gott. Das ist so schlecht. Limsat? Kommt mir bekannt vor, der Kerl. Oh. Seltsam. Gibt's hier noch irgendwo wen, der hier rumsteht? Aha! Gut, okay. Ja. Ich will Geld. Es war eine Menge. Wie kommen wir am effektivsten an Geld? An sich ist die Vornküste schon ganz nett. Denn wir haben ja gesehen, die Pelze hier, die Chromstöcke. Also speziell die Pelze haben uns ordentlich Cash gegeben. Nur von den Wölfen. Allerdings würde ich sagen, wir verbinden das Nützliche mit dem Nötigen. Und machen das so, dass wir weitergehen. Dabei ordentlich fleißig alles um uns knüppeln, was irgendwie Geld geben könnte. Und wenn wir genug Geld haben, sind wir vielleicht schon eine Stadt weiter oder einen Shop weiter, wie auch immer man es nennen möchte. Und können uns irgendwelche Zwischendinge sparen und quasi Equipteile überspringen. Das kann ja sein. Das heißt, wir schauen uns hier jetzt einfach mal um, erforschen das Gebiet weiter, reiten auf keinen Fall Chocobos, denn das bedeutet keine Kämpfe und das bedeutet kein Geld und keine EP. Oh, apropos, ja, nee, hat noch Zeit. Ja, Mobjagden geben halt nicht so gut Geld. Die geben zwar manchmal tolle Items, aber Geld geben sie eigentlich nicht gut. Deswegen ich mich da eben nicht drum kümmern möchte. Aber ganz ehrlich, diese Karte hier gefällt mir. Wölfe, Badus. Quasi alles, was gut Geld gibt. Na gut, und Steinchen. Yay. Gut, klar, die ganzen Maginite, die geben ja nur 80 oder so das Stück, aber naja. Oh. Archeodinos. Hole ich mir. Oh, ist sogar aggressiv. Muss ich nur machen. Fackeln wir gar nicht lange. Zack, der kriegt David mit Eisrad zugebombt, bis er blutet. Bis er nicht mehr blutet, meine ich. Bis alles zugefroren ist. Ist doch nicht so schrecklich. Hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Luftschraube. Das könnte jetzt wehtun. Oder auch. Ich erinnere mich, dass wir hatten in der Osmone-Ebene so einen Rare, der hat damit 1000 Schaden gemacht. Gut, hätte dieses Viecher auch, wenn wir nicht Protis gehabt hätten.
Mir geht die ganze Querfehlerei gerade übelst auf die Nerven. Pelze! Wiederpelz waren irgendwie 700 oder so. Ich dachte schon, ich finde davon hier keine. Das wäre so schön gewesen. Aber nein. Kann man nichts machen. Das Gebiet schon durch? Wäre dann ja relativ klein. Aha. Wait a minute. Das da oben sieht verdächtig aus. Der abgehackte Zacken da. Der sieht doch genauso aus wie ein Ausgang. Aha. Gut. Da ich jetzt weiß, dass wir nicht in Arcades hineinrasseln können, bevor wir den Sohenwüstenpalast Höhlenpalast gefunden haben, kann ich mich ganz getrost umsehen. Solange ich einfach immer nur vor dem Höhlenpalast umdrehe und mich weiter an der Küste halte. Da kann mir nichts passieren. Was jetzt Trigger, Sequenzen und so ein Krams geben. Kann ja sein, dass wir, sobald wir nach Arcades rein gehen, verhaftet werden. Wenn wir nicht verhaftet werden, haben wir ja so ein gewisses Talent. Au. Yep, ich sollte definitiv weiter, lieber Medica verwenden. Sehr viel gesünder. Das Schöne ist, Valkyr kann sich hier um die Schakale kümmern. Während vor allem Age oben den Pyrolisten zerlegt. Bom. Genauso. So hat immer jeder was zu tun. Na, da vorne ist noch ein Geodinos. Die mag ich auch. Die geben gute Erfahrung. Und Lizenzpunkte und sowas alles. Oh, Age ist wieder zu weit weg. Eigentlich können wir den jetzt auch so hauen, glaube ich, oder? Ah, locker. Oh, schon tot. Ja, 1400 EP. Ist okay. Gefällt. Mehr Bardos, mehr Chancen auf Krummstöcke sind mehr Chancen auf Geld. Igla plötzlich und voll die Panik kriegt. Dachte, oh mein Gott, jetzt ist wirklich was los. Aber meh. Nicht so wirklich. Ja, ich glaube wirklich zum Geld fahren bin ich hier in der Strand ganz gut. Ich meine, wenn ich mal gucke, was habe ich bisher? Nur an den Sachen, die ich mir gemerkt habe. Federletze sind ordentlich Geld. Pelze sind ordentlich Geld. Krummstock. Doch, 5.000, 6.000 habe ich schon in der Tasche. Also, anders gesagt, 10%.